damit heiße ich euch in diesem wirklich wunderschönen Zimmer recht herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge. Jetzt ruft mich Michelle an. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie ich dieses Telefonat überhaupt annehme. Hey Nico, ich bin Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend? I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. Ja, sie macht nicht so Dinge. Ist klar. Freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Wir gehen jetzt mal direkt erstmal die Lage hier abchecken. Und ja, fahren zu Michelle. Die Frage ist, welchen Wagen? Die Cops. Ah, weil der Wagen scheint cool zu sein, oder? Also mit der Steuerung, ich weiß, sie ist wirklich anders. Okay, geile Animation, fühle ich. Der Wagen ist wirklich, 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 wirklich kacke. Ist egal, wir fahren mal zu Michelle. Ich muss lernen mitzusteuern. Also verzeiht mir ein bisschen, wenn die Kameraperspektive nicht so geil ist. Wie gesagt, wäre geil. Hat alle Türen auf. Ey, das ist so realistisch. Also wirklich finde ich cool gemacht von GTA 4. Also wenn ihr einen Tipp habt, wie ich das mit dieser Kameraeinstellung machen kann. Tut mir leid. Könnt ihr mir das bitte gerne sagen? Pausen wir an zur Kartenbildschirm. Ja, kennen wir ja. Alles gut. Kurz Motorhaube verloren. Ist eh vollkommen überflüssig und überbewertet. Viele Cops. Ah, ne, das ist ein Taxi. Ich würde schon sagen, viele Cops hier am Start. Und Roman, wir gehen mal ran. Nico, Cleaver has me cornered in the courts, under the L-Train and Firefly. What does he want? Oh, I can think what he could possibly want, or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys, let's be reasonable. Aber er hatte Zeit, mich anzurufen. Aber ganz ehrlich, eigentlich soll man Frauen nie warten lassen. Aber Familie geht vor. Auch wenn er verlogen ist. Er hatte vielleicht das Herz auf den rechten Fleck. Ich habe jetzt schon viele Story-Games in meinem Leben gezockt. Und meistens denjenigen, dem wir am meisten vertraut haben, haben einen dann auch ja, das Herz gebrochen. Also da muss man wirklich immer aufpassen. Gegenverkehr. Interessant. Aber komm, wir denken und hoffen einfach mal, dass Roman korrekt ist. Und helfen ihm mal direkt. Bette Roman. Привет, Prinzessin. Alles klar. Der ist mit der Maus und dazu lenken. Ich weiß ja nicht. Wo ist er denn? Ah, okay. Das sind Autos. Laberst du mich an? Was ist bei dir falsch? Waffen haben wir nicht. Egal, Roman, wir kommen. Motherfucker! Listen, Daddy is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Shit! There he is! Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Gut, 2-1, weil unser Cousin irgendwie komplett lost ist. Ah, okay, das lief jetzt nicht gut. Hallo? Warte, R, Q treten und R. You want to make this get really nasty? Ah. Okay, ich muss da ganz kurz und Leertaste, sobald du deinen Gegner anfallst. Okay, interessant. Mann. I do not go down so easy. Nee, das hat nicht geklappt. You're a bitch just like your cousin. Das klappt. Ich hatte was versucht. I will beat you. Oh, jetzt gib ihm den Anstoß. Mein Gott. Egal, wir haben es gelöst. You are right, cousin. Yeah. Fine. Fucking loan sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Er hat ein Messer und dann läuft er weg. Get in the fucking car!
Komplett wild. Komm her. Ja, unser Auto ist jetzt leider weg. Komm, Fettsack. Ja, okay, er hat auch dritte in die Niere reinbekommen. Ne? Wollen wir jetzt auch nicht so sein. Geil, den Schwein und holen wir uns. Und dann holen wir uns. Aber das ist doch safe gescriptet. Eben war ich voll nah. Und dann ist er ganz schnell gefahren. So gescriptet hier wieder. Du hast gar keine Chance, den frühzeitig zu erwischen. Ah ne, Handbremse uncool. Aber trotzdem geil gedriftet. Muss ich ja sagen. Was, die ganze Map so dreckig, also so düster? Also hier hast du kein Rest City-Feeling. Ach komm. Muss auch nicht ran an den, das ist geskriptet. Egal, wir lassen uns auf das Skript ein und dann erledigen wir ihn gleich. Genau. Müllwagen. Auch klar. So ausgestiegen. Dada. Klingt russisch, ne? Dada? Also ich meine, ein russischer Name habe ich mal schon gehört. Also ist mir jetzt kein fremder Name. Dada. Aber ich wüsste jetzt nicht, woher. Egal, komm, wir kriegen uns mal den. Ja, ja, komm mal her. Hä? Was ist das denn? Oh, jetzt hab ich sein Messer. Wie geil ist das denn? Ist ja unfair. Egal. Wir töten ihn. Ja, ja. Das hab ich mehr gebrochen. War jetzt nicht nett, aber ganz ehrlich, nee. So. Jetzt hat unser Cousin Ruhe. Also ich muss ja eins mal kurz sagen zu... Ich dachte gerade, der hält das Messer, was er gerade jemand abgestochen hat, in seinem Mund. Wäre total widerlich. Also, eigentlich so ziemlich geile Grafik. Ist coole... Ja, Location ist es jetzt nicht wirklich. Ist ziemlich hässlich. Aber da hinten, bei einigen, die mich auch anderweitig verfolgen und wissen, dass ich Path of Titans spiele. Ich liebe das Game. Ist ein Dino-Spiel, Dino-Survival-Spiel. Wenn ihr es nicht kennt, schaut gerne mal vorbei. Erinnert mich das richtig an Path of Titans. Ist nicht positiv gemeint. Egal. Wir gehen runter. Geiles Spiel, keine Frage, trotzdem. Grafik ist auf hoch eingestellt. Ihr habt es gesehen. In Folge 1 habe ich euch alles offengelegt, euch auch erklärt mit den 60 FPS. Aber jetzt sagen wir ihm mal, dass alles gut ist. Nice one, Cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Fahr Roman zum Taxi-Depot. Kein Problem. Motorrad. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Geil genommen jetzt gerade die ganze Zeit die Kurven. Thank you, cousin. I'll see you later. Deine Motorhaube hole ich dir wieder. Der Slot für automatisch erhält bereits. Ja. Speicher werden, kein Problem. So, was hätten wir? Die haben eine geile Karre, ne? Bleib mal stehen. Klauen wir. Wir positionieren uns mal. Das ist ein ganz normaler Tag, keine Cops. Komm mal. I
Komm raus. Ich mein's nicht. Alles gut. Nee, du klaust den Wagen zurück? Und du hast aber Eier aus Stall? Oh, geil. Ist so ein typischer, richtiger amerikanischer Wagen. Wirklich hundertprozentig. So, jetzt haben wir zwei Mitteilungen. Wie zur Hölle öffnen wir unser Handy? Warte mal. Wir parken mal. Hauptsache, die klaut ihr Auto nicht zurück. Wäre uncool. Also kann man mit dem eigentlich reden? Was passiert? Kann springen. Nein, passiert nicht. Okay. Genug gespielt. Enter. T. Nee. Ah, so ging das. Genau. Lesen. Cousin, wenn irgendwelche heißen Mädchen dich anrufen und einen Dreier mit dem unvergleichlichen Roman Village suchen, dann gib ihnen meine neue Nummer. Rome. Du bist komplett kaputt, ne? Das weißt du schon. Ja, Löschenmitteilung. Michelle, Nico, wo warst du? Ich hab dich nicht gefunden. Ist was Wichtiges dazwischen gekommen? Hast du dich mit üblen Typen eingelassen? Anruf Michelle. Wir rufen mal an. Wir wollen mal kurz die Lage klären. Brauchen niemals warten lassen. Nee, wir müssen unser Liebesleben klarstellen. Nee. Frauen, wie gesagt, nicht warten lassen. Merkt euch das fürs Leben. Jetzt müssen wir fahren über Rot, wir machen alles. Wir müssen Michelle klar machen. Es geht nicht. Wir brauchen's. Die Lenkung? Also, eins muss ich sagen, die Lenkung ist... Alter, nicht so viel meckern. Aber die Lenkung ist nicht cool. Und das mit dieser Kamera, also ich hoffe, ihr könnt mir da irgendwie helfen. Leider in Folge 1 hat mir dazu keiner was geschrieben. Bezüglich der, ja, dass die Kamera beim Fahren automatisch mitgeht. Wäre cool. So muss ich mitlenken. Fühle ich ja nicht. Da ist Michelle. Alles klar. Ich muss nur noch raffen, wie ich da hin muss. Okay, hier war eben der Müllwagen. Dann sind wir nach links weggefahren. Okay, sehr, sehr düster hier. Ist das aber das Liberty City von GTA 3? Finde ich komisch, dass es auch so heißt. Ah, trotzdem, Grafik. Auf jeden Fall cool. Naja, ich habe auch GTA 3 bei City und San Andreas gespielt, von daher. Ist das verständlich, dass ich das sage? Da. Wer? Die ist jetzt nicht da. Bitte sei da. Perfekt. First Date. Du wirst in der Beziehung mit der Zeit Freunde finden. Freundin, du wirst verschiedene Sachen mit ihnen unternehmen können. Zum Beispiel essen gehen. Das war jetzt das Date? Oder passiert jetzt noch was? Etwas spielen oder ein Kabarett oder ein Komiker ansehen. Boah, Komiker wäre mega. Verstehen wir aber eh nicht, ne? Was noch? Was ist nach dem Date? Hab ich nicht gesagt. Jeder Freund hat seine Lieblingsaktivitäten, aber auch Sachen, die er nicht so gerne macht. Das gleiche gilt für jede Freundin. Na, ich glaube nicht, dass meine Freundin das sehen möchte. Dass die ihre Nippel weggeklebt hat. So habe ich keine Probleme. Viele deiner Freunde werden dir bestimmte Gefallen tun, sofern sie dich genug kennen, glaube ich. Eine Waffenlieferung zum Beispiel oder das Beschaffen von Bomben, die dir helfen, schwer erreichte Ziele zu erledigen. Oh nein, böse. Kabumm. Ja, ist klar. Du stehst direkt daneben und hast damit kein Problem, dass er gerade gestorben ist, ne? Skrupelloses Arschloch. Coming! Who is it? Hey, it's Nico. Hey,
I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Aw, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great! Let's go! Love the fun fair! Actually, we call it, carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo! die hat irgendeine Zwangsneurose auf jeden Fall, aber ey, Nico, wir sind voll sweet. Wir sind ja voll sympathisch, habt ihr gesehen? Unser Charakter ist voll sweet unterwegs. Bring Michelle zum Vergnügungspark. Alles klar. So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? He has made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have. But really, he is a legitimate businessman. What about you? I'm just trying to make the right decisions. Auf der Werbetafel stand Pisswasser. Ihr habt es gesehen, weil ich bin gerade darauf aufmerksam geworden, weil sie die Flasche nicht am Hals hatte, sondern im Hals. Keine Ahnung, was die Frau damit bezwecken wollte. War ja schon fast anderweitige Andeutung. Also ich habe die Verkehrsdichte nur auf Mittel eingestellt, weil es schon extrem viel. Was passiert, wenn ich hier auf voll mache? Ist ja übel Amerika, New York-mäßig. Isn't open this time of year. I don't know if it would pass safety regulations anyway. Hey, there's a bowling alley up here. We should play. Sure, bowling sounds like fun. Bowling? Ne. Spielen wir jetzt Bowling? Kannst du rennen? Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere... Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Können wir Minigolf spielen? Ich liebe Minigolf. Können wir? Pass auf Bowling. Bowling auch geil. Nee, Bowling ist auch geil. Aber ich glaube, ich habe verkackt. Kannst du klettern? Ich hänge hier... Michael, ein Problem. Also ich bin ein Problem, genau. I have a problem. Ah, okay. Es ist nie etwas geschehen. Komm mal mit. Falschen Weg. Wo ist die verdammte Türe? Aber schön. Als ob es hier so einen schönen Minigolfplatz gibt mit diesem wirklich hässlichen Rand. Okay, excuse me. Wand. Ja, leck mich. Warum lassen die eigentlich alles fallen? You lazy ass bum. Komm, renn. Das ist ein schnelles Date. Don't push me, you mother. Wollte er Motherfucker sagen. Ja, das ist ein schnelles Date. Drücke E, um Bowling zu spielen. Oh ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Heute ist ein ganz komischer Tag. Also irgendwie ist die Folge leicht pervers. Egal. Ihr seht, was ich da vorne sehe auf diesem Ding. Ne? Ist, ja, egal. Such eine leere Bahn, um darauf zu spielen. Klar, wir nehmen mal hier direkt die erste. Wir sind nämlich die Besten. Oh mein Gott, das kann ja nichts werden, oder? Bring dich mit... Ah, okay. Drücke LNT, um die Bereitschaft zu gehen. Drücke F, um deine Punkte anzusehen. Drücke E, um aufzuhören.
Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Ich habe es wirklich geschafft. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Bitte, verkack. Well done, you got some. Here goes. Ja, wir gucken mal. Und... Next time. Aber nee, jetzt alles? Nee, ist jetzt wirklich das ganze Spiel? Wisst ihr was? Ich guck mal, ob ich euch das... Keine Ahnung. Okay. Not a bad start. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Der war sehr gut. Okay. Ich werde jetzt mal durchziehen, weil ich in der Hoffnung bin, dass das was bringt, das ganze Spiel zu machen. Ihr seht das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich werde das Game zu Ende spielen. Ich gebe der Frau die volle Aufmerksamkeit. Und dann wird sie uns lieben. Perfekter Plan. So machen wir's. Let's go. Okay, das ging jetzt viel, viel schneller als gedacht. Wir haben jetzt schon gewonnen. Okay, hat sich wahrscheinlich gar nicht gelohnt, dass ich das jetzt habe für euch vorspulen lassen. Egal. So, you don't know many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Hello. Wer ist eiskalt so ans Handy gegangen? Können wir rennen? Was hast du denn für Probleme? Lass mir bitte alles fallen. Kann ich das aufheben? Gibst du das wieder auf? Du lässt es fallen? Und dann hast du neues. Lass das auffallen. Ja. Was denn? Was? Michelle, ich habe kurz meine männlichen Hormone repräsentiert. Ich hoffe, das hat dich begeistert. Wir können weiterziehen. Einfach durchrennen. Aber wie wir die Treppen runterlaufen, müssen wir noch ein bisschen üben. Das ist nicht sehr... Ach, wie wir rennen, ich weiß auch nicht. Das ist auch nicht sehr elegant. Egal. Jetzt haben wir unser Macho-Gehaber schön verbracht. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. So, jetzt bringen wir Michelle schön nach Hause. Aber ich glaube, dann müssen wir auch speichern wieder. Ja. Was hast du denn gedacht? Dass ich jetzt wie ein Familienvater hier fahre? Nope, ich bin Gangster. Bin in Liberty City gekommen. Von Russland nach Amerika. Ups. Du wohnst ja da. Moment. Kriegen wir hin. Oh,
Die Kurven, ne, zu bekommen, ist ja wirklich räudig. So. That was nice. I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Alles klar. Hammer begeistert. Speichert Inhalte. System nicht abschalten. Du kannst jetzt mit Michelle ausgehen. Sie wird dich ab und zu anrufen, um sich mit dir zu verabreden. Ja, aber bitte übertreib nicht. Okay. Als Alternative kannst du sie anrufen, um dich mit ihr zu verabreden oder eine Verabredung abzusagen. Oh, so richtig Beziehungsdrama wird das hier noch, ne? Ich will Missionen machen und nicht mit ihr aufs Date gehen. Ich hab gar keinen Bock drauf. Komm, wir fahren jetzt mal nach Hause. Speichern. Und dann haben wir ja auch schon Roman wieder als Missionsgeber. Bin gespannt, was dann wieder passiert. Bestimmt irgendwas Schlimmes. So, sehr gut. Die Bremsen sind aber auch nicht geil. So. Warte, Türe zu machen. Perfekt. Selber. Sind ziemlich am Beleidigen hier. F zum Speichern. Die legendäre San Andreas Diskette. GTA Vice City gab es ja auch. Das war eigentlich bei GTA 3 gewesen. Ich mach mal hier, bevor irgendwas ist. Speichern wir mal hier. Das war bei GTA 3. Boah, ich habe vergessen, wie man bei GTA 3 gespeichert hat. Auch auf einem Ort? Also an einem Ort? Aber... weiß ich nicht. Also GTA Vice City war eine Diskette. Also Kassette, Videokassette. Und ich meine, GTA Vice City war ein... also, da war natürlich die... nicht Videokassette, sondern Kassettenrekorder. Ja. Ich weiß, die meisten wissen jetzt nicht, was ich meine. Ich hoffe doch, dass ihr es wisst. Und bei GTA San Andreas war die, die CD-ROM, nicht CD, auch Diskette nannte sich das, meine ich. Aber für PC, PC-Diskette, glaube ich, hieß das. Ja, ja, so war das. Und hier ist es das Bett. Alles crazy. Egal, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War sehr wild, war sehr, weiß ich nicht, irgendwie viele Werbungsplakate... also war eine perverse Folge, ohne pervers zu sein. War sehr, sehr wild. Egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start bist. Euer Datum 7. Ciao.